Köln minus. Dass man sich über die Wahl des Verlobungsrings mehr als ein paar flüchtige Gedanken machen sollte, versteht sich ja eigentlich von selbst. Schließlich greifen die meisten Anwärter tief in die Tasche. Amerikaner geben oft bis zu 3 Monatsgehälter aus, im Schnitt $6.000. Auch wenn es wohl nicht gleich so viel sein muss, hinter einem so wertvollen Ring steckt oft eine Bedeutung, die über den ersten oberflächlichen Blick hinausgeht. Diamantring sorgt bei Bares für Rares für Überraschung. Ein gutes Beispiel ist da das schöne Stück, das Angelika Steinhage, 71, nun mit in die Sendung Bares für Rares mitbrachte. Auch sie selbst ahnte nicht, was es mit dem Diamantring genau auf sich hat, hatte sogar Schmuckhändler befragt, doch nur unbefriedigende Antwort erhalten. Umso mehr wurde auch sie von Expertin Wendela Hortz überrascht. Besonderes Interesse liegt dabei auf den 5 Diamantsteinen, die in den Goldring eingefasst sind. Diese 5 Steine hat man entweder gerne zum 5. Hochzeitstag verschenkt oder auch als Symbol für die 5 Stadien einer konventionellen Beziehung, erläutert Hortz. Das findet Moderator Horst Lichter natürlich interessant. Ach, interessant, genau 5 Stadien kann man da ausmachen? Jetzt will ich es aber wissen. Die 5 Steine haben eine besondere Bedeutung. Der erste Stein steht dabei für die Freundschaft, für die erste Liebe am Anfang, erklärt die Expertin. Dann folgt die Zeit der Brautwerbung. Dann, wenn das geklappt hat, die Verlobung. Dann kommt die Hochzeit und danach kommen die Kinder. Du musst bieten, keckes Mädchen. 10, holt bei Bares für Rares den Höchstpreis raus. Hier lesen. Hortz gibt zu, früher mag das überwiegend so der Fall gewesen sein. Heute ist die Reihenfolge dann doch ein wenig durcheinander geraten. Als Mann sollte man also tunlichst überlegen, was man seiner Geliebten mit so einem Ring eigentlich versprechen will. Bares für Rares Händlerin schlägt zu. Der Diamantring ist unterdessen wirklich als antik zu bezeichnen und stammt quasi aus einer anderen Zeit. Die Expertin schätzt, dass er im späten 19. Jahrhundert vermutlich in England angefertigt wurde. €250 könne Frau Steinhager aufgrund des guten Zustands des Schmuckstücks erwarten. Und die bekam sie auch tatsächlich exakt von Händlerin Elke Felten, mit der sie sich für €250 einig wurde.